Also, dann starten wir los. SQL meets NoSQL, interaktive Datenanalyse auf Basis von Open Source Tools und zwar namentlich SOLAR, NiFi und Zeppelin. Kurz zu meiner Person: Mein Name ist Daniel Wrigley, ich arbeite seit mittlerweile knapp 4,5 Jahren für die Firma SHI als Consultant für Search und Big Data Technologien, Schwerpunkt SOLAR. Bin auch zertifizierter SOLAR Trainer, zertifiziert durch die Firma Lucidworks, die als kommerzielle Einheit hinter dem Open Source Projekt Apache SOLAR steht. Zusammen mit einem Kollegen habe ich das Buch Einführung in Apache SOLAR geschrieben, das erste und bislang meinem Wissen nach einzige deutschsprachige Buch zu SOLAR, was aber eigentlich der Werbung fast gar nicht mehr wert ist, nachdem es schon fast ein ziemlich alter Schinken ist, nachdem sich SOLAR so schnell so stark weiterentwickelt, dass sich das eigentlich fast keiner mehr zulegen sollte, muss man schon fast sagen, nachdem sich da so viel getan hat. Das soll es zu meiner Person auch schon gewesen sein. Ich starte dann direkt rein in die Agenda. Um was soll es gehen? Es geht um einen Use Case und zwar eine fiktive Analyse von Wetterdaten. Ich werde kurz die Ausgangslage schildern. Ich werde die Zielsetzung und den Toolstack vorstellen, also die drei grundlegenden Fragen beantworten: Was ist NiFi? Was ist SOLAR? Was ist Zeppelin? Vielleicht da kurz eine Frage in die Runde oder drei Fragen in die Runde. Wer kennt NiFi schon? Wenige, aber doch ein paar. Wer kennt SOLAR schon? Jeder, der gestern da war wahrscheinlich, weil es da schon zwei Vorträge zu gegeben hat. Wer kennt Zeppelin? Auch schon einige, wunderbar. Wer hat eins der drei produktiv im Einsatz bei sich? Auch schon einige. Wer hat NiFi und/oder Zeppelin produktiv im Einsatz? Okay, wunderbar. Wenige, aber doch schon ein paar. Im Anschluss die Datengrundlage kurz vorstellen, das heißt, welche Daten werden wir genau analysieren und dann, das ist dann eigentlich der eher spannende und eher längere Teil, eine Demo, eine Analyse und das Ergebnis der Datenanalyse. Das heißt, wir starten mit dem kurzen Ausgang und zwar Analyse von Wetterdaten. Die Ausgangslage ist folgende: Es gibt eine Investorengruppe und die will in den Tourismus in Oberstdorf investieren und die Fragestellung ist jetzt eher in den Sommertourismus investieren, das heißt Wandern, Bergsteigen, in irgendwelche Bergbahnen zum Wandern auch wieder oder in Rad und Bike oder eher in den Wintertourismus investieren, also Ski, Snowboard, Langlauf etc. etc. Was wir machen ist, wir ermitteln mithilfe von historischen Wetterdaten eine Entscheidungsgrundlage, die uns eben dann helfen soll, die Frage zu beantworten, sollen wir das Geld eher in den Winter- oder eher in den Sommertourismus reinstecken. Wir verwenden dafür drei Tools, einmal Apache NiFi für den Import, für die Normalisierung und für die letztendliche Indexierung der Daten in SOLAR. Wir verwenden SOLAR zum Durchsuchen der Daten und zwar mittels dem neuen SQL-Interface, das ja im Frühjahr diesen Jahres mit der Version 6.0 herausgekommen ist. Apache Zeppelin verwenden wir als User-Interface für diese Datenanalyse. Das heißt, die interaktive Analyse findet dann im Browser statt, mithilfe von Apache Zeppelin. Alles drei mittlerweile Apache Software Foundation Top-Level-Projekte und die einzelnen stelle ich jetzt etwas genauer vor. Was ist NiFi? Hat seinen Ursprung in der NSA. NSA ist ganz gut im Datensammeln, das heißt, da ist eben das Projekt NiFi letzten Endes entstanden, mittlerweile Open Source. Und die NSA ist jetzt auch nicht diejenige Institution, die arg wenige Daten sammelt. Das heißt, da hat man tatsächlich ein sehr, sehr skalierbares System, um bestimmte Workflows zu modellieren, auch mittels einem User-Interface. Das Ganze ist hochkonfigurierbar und erweiterbar durch Plugins. Sollten eben sogenannte Processors dann für die Datenverarbeitung noch nicht verfügbar sein, die NiFi hier schon mitbringt. Das sind mittlerweile ein paar Dutzend an der Zahl, die diese Datenverarbeitung schon erleichtern und eigentlich nur noch auf Konfigurationsebene Arbeit zu leisten ist. Man kann diese Datenströme priorisieren.
Warum ist Priorisierung wichtig, wenn es darum geht, unterschiedliche Daten zu verarbeiten und in Workflows reinzupacken? Dann gibt es zum Beispiel Logdaten, die vielleicht eher eine niedrigere Priorität haben. Wenn die 5 Minuten oder 5 Stunden später im System landen, ist es nicht ganz so kritisch. Aber dann gibt es vielleicht auch sensible Daten bzw. hoch priorisierte Daten, die ich vielleicht schneller analysieren muss, die ich in Echtzeit analysieren muss. Und daher ist diese Priorisierung sehr wichtig. Ich kann diese Data Flows, diese Workflows auch zur Laufzeit anpassen. Das heißt, ich muss nicht das ganze Ding irgendwie runterfahren, umkonfigurieren und wieder hochfahren, sondern ich kann ganz einfach bestimmte Bausteine in meinem Workflow stoppen, die Konfiguration anpassen, diesen Teil des Workflows wieder starten und dann geht alles seinen normalen Lauf. Es unterstützt gängige Verschlüsselungsmethoden, logischerweise, nachdem es von der NSA entwickelt wurde. Und ich habe auch bestimmte Möglichkeiten der Authentifizierung und Autorisierung mit dabei, rollenbasiert insgesamt mittels Plugins. Solr ist eher der alte Hase in diesem Toolstack, gibt es seit mittlerweile über 10 Jahren. Als Enterprise-Suchserver mit einer REST-like API auch den meisten hier schon bekannt. Deswegen denke ich, können wir hier relativ schnell drüber skippen. Mehr oder weniger alle Features für Volltextsuche, was ich in Online-Shops brauche, was ich in Intranet-Shops brauche, alles bereits enthalten, ist hoch skalierbar, ist fehlertolerant. Das heißt, ich kann es im Cluster-Mode betreiben, in der sogenannten Solr Cloud und kann mich da dann eben darauf verlassen, dass das Ding läuft. Ich habe umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten, die das Ganze dann eben auch optimal integrierbar machen in meiner Softwareanwendung, in meiner Suchapplikation letzten Endes. Solr hat auch eine Plugin-Architektur, das heißt, auch hier kann ich eigene Plugins reinstecken, sei es entweder zur Indexierungszeit, wenn ich da bestimmte Daten zur Indexierung anders verarbeiten möchte, oder bestimmte Search-Components, wenn ich eben die Suche verändern möchte. Near-Real-Time-Indexierung, das heißt, ich kann hier ziemlich schnell Daten reinpumpen und die auch sehr, sehr schnell durchsuchbar machen. Auch das ist natürlich ein Vorteil, vor allem wenn es um die Analyse von Daten geht, auch um die Analyse, schnelle Analyse von sehr, sehr schnell produzierten und aufkommenden Daten. Ich habe SolarJ als Client-API, aber es gibt natürlich viele andere, das heißt, man ist nicht an Java gebunden, sondern kann auch in Python, in C-Sharp und PHP, wie auch immer. Man kann sich die passende Client-API eben raussuchen, je nachdem, was man gerne verwenden wollen würde. Es gibt ein Admin-Interface, auch da schauen wir später kurz drauf. Was ist Zeppelin? Das war jetzt hier in der Runde am wenigsten bekannt. Zeppelin ist eine kollaborative Plattform, in der ich Daten importieren kann, indem ich Data Discovery, Data Analytics und auch Datenvisualisierung betreiben kann. Ich habe sogenannte Interpreter und die erlauben mir ja so eine In-Browser-Programmierung. Das heißt, jeder, der zum Beispiel iPython-Notebooks kennt, das ist eigentlich so das gleiche Prinzip. Das heißt, ich habe bestimmte Notebooks und in denen kann ich dann zum Beispiel Spark, also in Python, in Scala oder auch in Spark SQL programmieren. Ich kann mit Hive sprechen, Markdown, Shell. Ich kann JDBC-Datenbanken anzapfen und das ist dann auch der Weg, den wir gleich gehen werden. Ein bisschen näher auf den Use Case eingehend. Die Datengrundlage haben wir vom Deutschen Wetterdienst. Der Deutsche Wetterdienst betreibt 48 Wetterstationen oder Messstationen in Deutschland. Für Oberstdorf liegen stündliche Werte für Temperatur und nicht Niederschlag, sondern Luftfeuchtigkeit müsste hier stehen. Und zwar seit dem 01.01.1948 vor und das Ganze datiert bis zum 31.12.2014. Wer ganz gut im Kopf rechnen ist, der kommt dann drauf, okay, wenn wir da pro Stunde einen Datensatz haben, haben wir insgesamt ungefähr 600.000 Datensätze, die wir jetzt für unsere Analyse verwenden werden. Und der Datensatz selbst besteht immer aus einer Stations-ID. Die unterscheidet sich jetzt bei uns nicht, nachdem wir nur eine einzige Messstation betrachten. Wir haben ein Messdatum logischerweise, wir haben ein sogenanntes Qualitätsniveau und eine Strukturversion. Wir haben die Luftfeuchtigkeit und wir haben die Lufttemperatur. Der Workflow ist insgesamt relativ einfach, von links nach rechts. Wir haben die Daten, die importieren wir, die verarbeiten wir, normalisieren wir und indexieren die dann in unserem Solr-Index.
und wir verwenden dann Apache Zeppelin, um mittels dem in 6.0, Solr 6.0 eingeführten SQL-Interface eben diesen Index abzufragen mittels relationaler Abfragen. Und das soll dann eigentlich schon die kurze Einführung in die Analyse selbst sein. Und jetzt hoffe ich, dass alles tatsächlich so läuft, wie ich hoffe, dass es läuft. Und dann sehen wir hier als erstes Apache NiFi, und zwar den Workflow, der hier für den Import unserer Daten zuständig ist. Es geht links oben los mit einem sogenannten Get-File-Processor. Ich switche das hier nur kurz um, dass ich das auch bei mir auf dem Monitor sehe und somit ein bisschen besser zeigen kann. Okay, also es geht los mit diesem Get-File-Processor hier. Der nimmt die CSV-Daten und danach folgen einige Konvertierungsschritte und Verarbeitungsschritte. Als erstes wird das Ganze in ein sogenanntes EVRO-Format konvertiert. Das heißt, man hat dann sowas wie, eigentlich ist es genauso wie ein CSV, kann man sich's vorstellen, nur dass da ein sogenanntes Schema schon dahinter klebt. Dann splitten wir dieses EVRO und konvertieren es in ein JSON. Das hört sich jetzt ein bisschen umständlich an. Der Hintergrund, warum wir nicht einfach das direkt in ein JSON-Format konvertieren und dann splitten, ist folgender. Es gibt einen Split-EVRO-Prozessor in NiFi, aber keinen Split-JSON-Prozessor. Das heißt, hier gehen wir so ein bisschen einen Umweg, um einfach möglichst wenig programmieren, sondern hauptsächlich nur konfigurieren zu müssen. Nachdem wir das in unserem JSON-Format haben, der Hintergrund ist folgender, wir können kein CSV in ein JSON konvertieren, sondern wir können es nur in ein EVRO konvertieren, so rum ist es. Und deswegen verwenden wir zuerst den Konvertierungsschritt in Richtung EVRO und dann splitten wir das Ganze, konvertieren es in ein JSON. Und das JSON splitten wir wieder, dass wir einen einzelnen Datensatz haben, auf dem wir dann die nächsten Verarbeitungsschritte durchführen können. Und die dienen jetzt dazu, die Daten einerseits zu normalisieren, das heißt zum Beispiel das Datumsformat in ein Format zu bringen, das dann auch Solr-konform ist, das heißt, dass wir dann auch Datumsabfragen drauf machen können. Wir extrahieren noch bestimmte Daten, sodass wir Tag, Jahr, Monat, Stunde etc., dass wir das Ganze in separaten Solr-Feldern haben und auch das für unsere Abfragen verwenden können. Und wenn diese Schritte alle durch sind, dann kommt es hier hinten zu einem Merge-Content-Schritt. Der mergt uns den Inhalt zusammen, schnürt uns Pakete, die dann an Solr geschickt werden. Alles, was hier passiert, ist letzten Endes eigentlich komplett programmierfrei und nur auf Konfigurationsebene passiert. Das heißt, wir können eine komplette Indexierung mit Verarbeitungskette können wir ohne eine einzelne Zeile Code letzten Endes mit NiFi abbilden. Wir könnten jetzt auch noch viel mehr Schritte hier durchführen. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch andere Daten mit reinklatschen würden, müssten wir einfach nur einen Prozessor hier mit reinbringen, sagen, das ist jetzt eine andere Datei beispielsweise, die wir hier auch noch indexieren wollen. Wir verbinden das Ganze dann auch mit dem Solr, mit dem Put Solr Content Stream und es wäre jetzt übertrieben zu sagen, das war's. Natürlich muss ich noch sagen, welche Dateien wollen wir indexieren und was ist das für eine Datei? Soll die Datei gelöscht werden, wenn sie importiert ist, etc.? Aber das sind dann alles nur noch Konfigurationsschritte, die hier notwendig sind, um hier diesen Importprozess tatsächlich zu erweitern. Von diesen Processors gibt es eine ganze Reihe. Wenn man sich die Liste hier anschaut, dann ist die mittlerweile eigentlich ziemlich lang und das ist nicht mal die aktuellste NiFi-Version, die ich hier zeige, sondern das ist noch die 0.7.0. Mittlerweile gibt es schon die 1.0, das war dann das nächste Major Release, das hier rausgekommen ist. Also da ist eigentlich schon fast für jeden Geschmack was dabei, aber diese Processors sind auch sehr, sehr einfach selbst zu entwickeln und dann eben per Plugin hier nachrüstbar. Das heißt, wenn es irgendetwas nicht geben sollte, dann kann man sich hier auch selbst helfen und eben den Prozessor selbst implementieren und hier mit reinpacken. So sieht der Workflow aus. Die Daten landen also in Solr. Wenn wir jetzt einen Datensatz uns anschauen,
Nee, der Datensatz sollte eher genau hier dann zu sehen sein. Solar-Admin-Oberfläche, die meisten von Ihnen kennen Solar, das heißt, das überrascht jetzt die wenigsten. Ich habe hier eine Collection, wo meine Wetterdaten drin sind. Ein Datensatz sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben hier einmal die Stations-ID, das ist immer die 3730 für den Oberstdorfer Datensatz. Wir haben ein Messdatum, wir haben ein Jahr, wir haben die Lufttemperatur, wir haben eine Strukturversion. Jeder Datensatz hat eine ID. Wir haben die Luftfeuchtigkeit, wir haben den Tag, wir haben ein Qualitätsniveau, einen Monat. Wo ist das Ganze hergekommen, beziehungsweise wie sieht das Ganze roh aus, wenn es an Solar geschickt wird? Das ist in diesem Source-Feld mit hinterlegt. Das Versionsfeld ist eins von Solars magischen Feldern, die man nicht anfassen sollte. Das ist mehr oder weniger, wann das Ding indexiert wurde, und hilft dann auch für Themenstellungen wie Optimistic Concurrency, die aber hier jetzt eher weniger eine Rolle spielen. Und hier ist dann noch ein Popularity-Feld, das ich mal zu Testzwecken eingebaut habe, aber für die Analyse jetzt keine Rolle spielt. Knapp 600.000 Datensätze sehen wir hier oben. Dass Solar auch mit der Datenmenge ganz gut zurechtkommt, sehen wir, dass die Query-Time bei 20 Millisekunden liegt. Das heißt, so eine Datenmenge jetzt zu verarbeiten und zu analysieren, sollte also insgesamt kein großes Problem sein. Interessant wird es dann, wenn wir zu Zeppelin kommen. Und das ist jetzt so der Knackpunkt der Demo, ja, wenn was schief läuft, läuft es jetzt schief. Noch ist es nicht schief gelaufen, okay. Also Apache Zeppelin, hier sehen wir es, das ist die Startseite, wenn wir das Ganze eben auf unserem Rechner ausführen. Hier auf der linken Seite sind jetzt unsere sogenannten Notebooks, und ich wähle jetzt einfach mal das für heute aus, nachdem das eigentlich das Relevanteste ist. Hier sehen wir jetzt einzelne Zellen, die laden sich jetzt nach und nach. Natürlich habe ich die Analyse vorher schon mal durchgeführt, ansonsten würde mir jetzt eher der Arsch auf Glatteis gehen, wenn ich das so formulieren darf. Und hier oben haben wir jetzt die Möglichkeit, alle Paragraphen auf einmal auszuführen, und das Ganze mache ich jetzt mal und hoffe, dass dann alles durchläuft und wir dann tatsächlich die aktuellsten Daten haben, die eben jetzt in unserem Solar-Index vorzufinden sind. Und wir sehen es, nach und nach passiert jetzt hier was, alles wird ausgeführt, die einzelnen Zellen haben hier ein Finish-Symbol, wenn die Zelle eben durchgelaufen ist. Selbst die Textzellen sind hier Programmierung, die aber jetzt nicht besonders spannend sind. Das, was hier passiert, das ist einfach nur ein Markdown, das hier gesetzt wird. Möchte er uns das zeigen? Vielleicht möchte er es uns später zeigen, wenn die einzelnen Zellen durchgelaufen sind. Jetzt lasse ich den erstmal rechnen. Im Hintergrund beende ich jetzt schnell noch meinen NiFi-Prozess, weil mein Laptop nicht mehr der jüngste ist, und wir somit die Power dann für die Analyse zur Verfügung stehen haben. Also überall, wo Text drin steht, sind es Markdown. Dinge, die hier mit dabei sind. Ich zeige noch kurz die Definition von dem zweiten Interpreter, von dem Hauptinterpreter, den wir verwenden, und zwar den, mit dem wir Solar dann per SQL ansprechen können. Das ist der, der hier zu sehen ist. Wir haben also einen Interpreter, der eine JDBC-Datenbank bzw. eine Datenbank, die einen JDBC-Driver mitliefert, ansprechen kann. Was wir machen müssen, ist, wir müssen einmal sagen, welche Klasse soll denn hier verwendet werden. Das ist dann die Driver-Klasse, die in SolarJ enthalten ist, also von Solar bereits mitgeliefert wird. Wir sagen, was die URL unserer Datenbank ist. Das ist dann unsere JDBC-Data-Source. Und jeder, der schon mal mit der Solar Cloud gearbeitet hat, der weiß, wenn wir Solar im Cloud-Modus starten, dann haben wir immer einen Zookeeper. Der Zookeeper läuft bei mir auf Port 9983. Wir haben eine Collection namens Weather Data, da haben wir vorhin schon kurz reingeschaut. Und wir können noch den sogenannten Aggregation Mode festsetzen, und da steht jetzt MapReduce drinnen.
Jeder, der von Hadoop schon mal gehört hat, weiß auch, dass MapReduce ein Algorithmus, eine Herangehensweise ist, um große Datenmengen zu verarbeiten, und den macht sich hier Solr zunutze. Das heißt, dieser Aggregation Mode, der zieht uns dann bestimmte Daten zusammen, um dann eben unsere Analyseergebnisse festzuhalten. Danach kommen noch ein paar Defaults und Fallbacks. Wenn wir jetzt keine Default JDBC Data Source hätten, sondern eine Hive Datenbank oder eine Phoenix Datenbank oder eine Postgres Datenbank oder eine Tacho Datenbank, dann hätten wir hier noch die entsprechenden Einstellmöglichkeiten. Und wichtig ist dann noch der Punkt hier unten. Wir müssen ein paar Libraries inkludieren, dass eben Zeppelin auch mit Solr und dieser JDBC-Schnittstelle arbeiten kann. Das sind jetzt aber keine super speziellen Libraries, die wir selbst implementiert haben, sondern das ist alles aus dem Standard Solr-Package mit rausgenommen. Das heißt einmal die Solr J-Jar, einmal die Zookeeper-Jar und dann noch für Kommunikation und dass das Ganze auch ausgegeben werden kann und verarbeitet werden kann, die beiden Libraries hier unten. Also auch hier momentan nur Konfiguration, die notwendig ist, um mit Zeppelin und Solr sprechen zu können. Mittlerweile sollte dann das Notebook einmal durchgelaufen sein und wir fangen an, die Daten kennenzulernen. Und jetzt möchte er uns auch diese Markdown-Zeile zeigen. Das heißt, wir spezifizieren mit %MD, wir möchten den Markdown-Interpreter verwenden und sagen dann, schreibe uns bitte die Daten kennenlernen, und das Minus drunter heißt einfach nur, wir wollen das ein bisschen größer sehen. Wenn ich das Ganze wegmache und die Zelle neu ausführe, steht es nicht mehr so groß dran. Okay, gut. Wir schauen, was ist denn überhaupt in unseren Daten drinnen, und versuchen mal so ein bisschen rauszufinden, was wir vielleicht auch damit machen können. Das heißt, was ist denn das Minimum, was ist das Maximum und was ist so der Durchschnitt von unserer Temperatur? Und jetzt geht es schon in die SQL-Schreibweise rein. Das heißt, wir setzen jetzt einen Select-Befehl an unseren Solr-Server und sagen, select uns bitte das Minimum vom Feld Lufttemperatur aus unserer Tabelle letzten Endes, was die Collection bei uns darstellt, Weather Data. Und passenderweise, obwohl wir alle Zellen einmal ausgeführt haben, sehen wir das Ergebnis nicht. Einen Augenblick. Der Refresh zeigt uns dann das Minimum, liegt bei minus 999 Grad. Erstmal ein bisschen frisch, schauen wir uns mal die anderen Dinge an. Was ist denn das Maximum von unserer Lufttemperatur? 34,9 Grad. Das klingt schon eher plausibel. Und der Durchschnitt 6,4 Grad. Okay, ich bin jetzt kein Wetterexperte, kann sein, kann auch nicht sein. Könnte auch etwas frisch sein, weil die minus 999 hier eher ein bisschen komisch ausschauen. Also Maximum und Durchschnitt sehen erstmal in Ordnung aus. Aber wir haben wohl doch ein paar Ausreißer. Das heißt, wir schauen uns als nächstes mal an, was sind denn diese Ausreißer und wie viele haben wir da insgesamt drinnen. Also, der nächste Select-Befehl hier, der holt uns jetzt einmal das Messdatum und einmal die Lufttemperatur raus, und zwar für alle, wo die Lufttemperatur genau minus 999 Grad betrifft. Und hier sehen wir jetzt quasi den Charme Solr als JDBC-Datenquelle zu verwenden, denn wir können in der Where-Klausel Solr-Syntax mit reinpacken. Das heißt, die sieht jetzt hier noch nicht so speziell Solr-mäßig aus, aber wir sehen dann beim nächsten, hier haben wir eine sogenannte Range-Query reingepackt. Das heißt, hier haben wir tatsächlich Solr-Syntax mit SQL-Syntax verheiratet. Also haben wir hier letzten Endes eine relationale Abfrage auf einer NoSQL-Datenbank und können hier mit dieser NoSQL-Syntax sogar mitarbeiten. Also, wir sehen in dieser Tabelle hier, wir haben ein paar Mal die minus 999 Grad drinnen, aber nicht so super oft. Das heißt, es sollte uns eigentlich jetzt nicht unbedingt unser Analyseergebnis versauen. Wir schauen uns trotzdem an, was wäre denn das Minimum unserer Lufttemperatur, wenn wir die minus 999 ausklammern. Hier sehen wir, es ist minus 32, das ist dann schon eher ein plausibles Ergebnis an der Stelle.
Und unsere Durchschnittstemperatur ändert sich nicht nennenswert zu dem, was wir oben hatten. Das heißt, hier hatten wir die 6,40 und es sind jetzt 6,42. Über 70 Jahre gesehen ist das jetzt nicht unbedingt ein nennenswerter Unterschied. Das heißt, die sollten jetzt für unsere Analyse keine super große Rolle spielen. Wie sieht es bei der Luftfeuchtigkeit aus? Auch hier minus 999 als Minus und das ist dann so der Hinweis, okay, wahrscheinlich hat hier die Station irgendwann mal einen kleinen Hakel gehabt oder ähnliches. Das heißt, da haben wir offensichtlich Messfehler drinnen, die aber nicht besonders ins Gewicht fallen. Von dem her können wir hier aufs Maximum übergehen, 100% maximale Luftfeuchtigkeit und der Durchschnitt liegt bei 81,5. Also sieht ähnlich aus wie bei der Lufttemperatur. Auch hier schauen wir, wann liegen denn diese Ausreißer mit drinnen. Die scheinen eigentlich auch so mehr oder weniger sich auf einen Bereich einzuschränken. Das heißt, hier der 2005 haben wir wohl öfters mal so einen Hakel an unserer Messstation gehabt, aber auch schon ein bisschen früher. Das heißt, wir haben ein paar Ausreißer drinnen, aber jetzt nicht so, dass die bei 600.000 Datensätzen wirklich stark ins Gewicht fallen, weil es keine 20 nicht sind. Wenn wir die minus 999 ausschließen, haben wir auf einmal eine Luftfeuchtigkeit von 10 als Minimum, was dann schon eher plausibel ist. Und auch hier sehen wir, die fallen nicht stark ins Gewicht, wenn wir uns den Durchschnitt anschauen. So, das waren jetzt ein paar Tabellen, um erstmal die Daten kennenzulernen. Daten soweit in Ordnung. Wir müssen da jetzt nicht mehr groß Bereinigungsschritte oder Ähnliches durchführen, sondern wir können da jetzt weitermachen. Und als nächstes lassen wir uns ein paar Graphen ausgeben. Und hier sehen wir jetzt mehr von unserer Solar-Syntax. Das heißt, da holen wir uns jetzt einerseits die Lufttemperatur, andererseits die Luftfeuchtigkeit und das Messdatum aus unserer Collection, wo die Wetterdaten drin sind. Setzen noch zwei Einschränkungen. Das heißt, einmal schließen wir hier unsere Messwerte oder Messfehler für die Luftfeuchtigkeit aus. Und einmal sagen wir, wir möchten das Ganze ab dem 1.11. aufsteigend haben. Das heißt, hier jetzt eine Date Range Query, die wir mit reinsetzen und das Ganze sortiert nach dem Messdatum. Und dann plottet uns Zeppelin hier, auch da wieder ohne bestimmte Programmierung oder Ähnliches, diese zeitliche Verlaufskurve raus. Ist jetzt noch nichts, wo wir tatsächlich eine Entscheidungsgrundlage treffen können, aber geht schon mal in die richtige Richtung. Wir können auch hier drüben den einen oder den anderen Wert wegnehmen zur Laufzeit und sehen dann, okay, wenn wir die Luftfeuchtigkeit mit rausschmeißen, dann haben wir bei der Temperatur vielleicht schon eher so ein bisschen eine Tendenz vielleicht. Hier hinten haben wir ein starkes Minus, aber wir haben auch zwei Ausreißer, möchte ich jetzt nicht sagen, aber zwei starke Anstiege unserer Lufttemperatur müssen wir aber noch ein bisschen genauer untersuchen. Jetzt versuchen wir uns auf Jahreszeiten zu beschränken. Das heißt, wir schauen uns mal an, was ist denn der Durchschnitt in einem Winter und was ist denn der Durchschnitt in einem Sommer. Und hier kommt jetzt auch noch ein ganz nettes Feature von Zeppelin zum Tragen. Wir können das Ganze umschalten und zwar von dem einfachen Modus in einen sogenannten Report-Modus. Und auf einmal verschwindet das Ganze, was ich jetzt mal als hässliche SQL-Syntax oder Programmiersyntax bezeichne. Und ich habe jetzt hier so lustige Eingabeboxen. Das heißt, ich könnte jetzt auch zu meinem Manager zum Beispiel sagen, okay, wenn du die Durchschnittstemperatur von einem Winter haben willst, dann sagst du einfach, gut, wann ist der Winter losgegangen? 1975. Und wann hat der Winter aufgehört? 1976, logischerweise im darauffolgenden Jahr. Und dann führst du das aus und dann kriegst du hier die Werte für deine Eingabe. Genauso sieht es auch im Sommer aus. Schauen wir auch hier den Sommer von 1975 an und dann passen sich hier die Werte automatisch an. Das heißt, ohne tatsächlich dann programmieren zu müssen, können hier auch Leute, die keiner SQL-Syntax oder Ähnlichem mächtig sind, ihre Analyse fortführen, ohne jetzt irgendeinen Data Scientist oder Ähnliches anheuern zu müssen.
Das sind jetzt die Werte aber nur für einen Sommer. Jetzt ist interessant, wie ist denn so eine Verlaufskurve von den Wintertemperaturen und von den Sommertemperaturen? Leider werden jetzt die Boxen so verkehrt rum angezeigt. Das heißt, wir müssen zuerst sagen, bis wann wir das Ganze betrachten wollen und dann ab wann wir das Ganze betrachten wollen. So ein bisschen unschön ist, aber in dem Fall, denke ich, kriegen wir das gedanklich auf jeden Fall hin, die Checkboxen so auszufüllen. Wenn wir uns jetzt diese zwei Verlaufskurven oder eigentlich diese 2x2 Verlaufskurven anschauen, ist jetzt auch noch nicht so super ersichtlich, wo wir unser Geld reinpacken sollen. Von dem her nehmen wir vielleicht mal die Luftfeuchtigkeit raus, jeweils, und sehen dann schon eher eine Tendenz, vor allem im Sommer. Im Sommer sieht es so aus, wie als wäre das Ganze leicht ansteigend. Die Mindesttemperaturen hier auf der linken Hälfte eher unter 11 Grad teilweise sogar zu finden und auf der rechten Hälfte so ab 1985 gar nicht mehr unter 11 Grad, sondern alles drüber. Genauso ändern sich auch die maximalen Temperaturwerte. Das heißt, auch da haben wir auf der rechten Hälfte alle maximalen Werte versammelt. Einmal den hier, den hier, den hier. Und genauso sieht es auch im Winter aus. Der Winter wird tendenziell immer wärmer. Nicht nur von der minimalen Temperatur, sondern auch von der maximalen Temperatur her. Und das ist jetzt schon eher ein Indiz, wenn die Winter immer wärmer werden, sollten wir vielleicht eher weniger in den Wintertourismus investieren. Die Sommer werden aber immer wärmer. Gut, mag jetzt auch nicht jedermanns Sache sein, aber dann würden vielleicht eher die Leute im Sommer kommen, wie im Winter zumindest. Wir können uns auch unterschiedliche Werte oder die Durchschnittswerte für einen Datumsbereich innerhalb von einem Monat anschauen. Das heißt, hier liegt jetzt auch wieder, ich schalte es mal schnell nochmal auf den Default um. Hier sind jetzt drei Checkboxen dahinter. Hier unten waren wir. Eine, wann soll es denn losgehen, an welchem Tag? Am 1. Wann soll es aufhören? An welchem Tag? Am 31. Welchen Monat wollen wir betrachten? Den August. In welchem Jahr? 1976. Können wir natürlich alles zur Laufzeit verändern und dann kriegen wir hier die Durchschnittswerte für ja, einen Bereich, einen Monatsbereich in unserem Fall. Jetzt können wir noch die Werte für die Monate insgesamt uns ausgeben lassen. Da schalte ich wieder auf die Report-Funktionalität und sorry für das Scrollen, ja, jedes Mal, wenn ich da umschalte, verrutscht das Ganze. Da können wir uns jetzt den Durchschnitt aller Januarmonate zum Beispiel zeitlich betrachten. Und da schalte ich jetzt wieder die Luftfeuchtigkeit aus, denn die spielt wohl keine große Rolle, aber die Temperatur an sich. Und auch da sehen wir, die maximalen Werte sind eher in der rechten Hälfte zu sehen. Die größten minimalen Werte sind auch eher in der rechten Hälfte zu sehen, also auch hier ein Wintermonat, der tendenziell immer wärmer wird. Wir schauen uns den Februar an, sehen auch hier ein ähnliches Bild. Wir hatten hier hinten mal einen Tiefstwert von minus 13,5 Grad, aber das Maximum liegt dann doch eher entweder hier ein relativ frischer Wert oder hier in der Mitte 1990 mit durchschnittlich 3,62 Grad. Wir schauen uns den März an, auch der vielleicht noch eher ein Wintermonat, ja, der Winter verschiebt sich ja eher so ein bisschen nach hinten bei uns mittlerweile, auch der scheint immer wärmer zu werden, was bedeutet, die Skisaison wird eher kürzer, also auch ein Indiz dafür, eher jetzt auf die Sommermonate zu tendieren und so zieht sich das Bild eigentlich für die meisten Monate durch, auch der Januar, der April hier hinten ein Anstieg der Durchschnittstemperaturen zu sehen, beim Mai sehen wir auch eher die Minimumwerte jetzt auf der linken Hälfte hier hinten. Gut, da haben wir auch nochmal einen bei 1990, aber gerade der Bereich hier, die letzten 10, 15 Jahre, die sehen doch deutlich wärmer aus als die Vergangenheit. Und so können wir uns Monat für Monat durchhangeln und da eben eine Entscheidungsgrundlage treffen und sagen, okay, aus unserer Sicht, wenn wir jetzt die Temperatur betrachten der letzten 70 Jahre, würden wir eher zu einer Investition in den Sommermonaten tendieren. Das Ganze dann noch aufgeschlüsselt für die restlichen Monate. Ich denke, das Bild ist dann relativ klar, was sich hier ergibt. Es steckt überall eine SolarSQL-Abfrage dahinter. Wir können in Echtzeit die Daten abfragen, wir können interaktiv die Daten abfragen, haben jetzt aber
klar, zugegebenermaßen nur einen sehr, sehr abgespeckten Bereich betrachtet. Das heißt, keiner würde jetzt wahrscheinlich sagen, der Wrigley da vorne, der hat vielleicht schon recht, aber nur weil der jetzt ein bisschen mit Zeppelin, mit Sola und mit Nifi rumgespielt hat, investiere ich nicht ein paar Milliarden in den Sommertourismus in Oberstdorf. Da möchte ich schon ein bisschen mehr haben. Klar, tendenziell kein Problem, würde aber wahrscheinlich den Rahmen hier jetzt sprengen. Als nächstes müsste man wahrscheinlich noch mehr Daten eben mit reinziehen und zwar nicht nur Wetterdaten, sondern auch Tourismus, echte Tourismusdaten, Besucherzahlen der letzten Jahre, Feedbacks, wie die Hotels ausgelastet waren, wie viele neue Hotels entstanden sind, wie die Auslastung bei denen so war und so weiter und so fort. Vielleicht auch infrastrukturelle Dinge, sind neue Straßen gebaut worden, sind neue Autobahnzubringer gebaut worden, dass wir das alles in eine komplette ganzheitliche Analyse mit reinbringen. Und auch das können wir dann alles mit dieser einen Plattform hier machen. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Wetteranalyse abgeschlossen haben, dann wieder umswitchen und dann können wir, ich springe ganz runter, jetzt zum Beispiel sagen, okay, unsere Arbeit mit Sola ist getan, wir wollen jetzt mit Spark weiterarbeiten. Ups, mit Spark weiterarbeiten. Spark sollte jedem ein Begriff sein, das heißt, mit Spark können wir eigentlich so ziemlich jeden Datensatz so verarbeiten, wie wir das machen wollen. Wir können mit Spark maschinelles Lernen machen, wir können Daten aus unterschiedlichen Töpfen miteinander kombinieren, wir können sogar mit Spark auch wieder unseren Solar-Index anzapfen. Also haben wir da alle Freiheiten, um uns jetzt hier noch weiter auszutoben. Das heißt, hier könnten wir dann tatsächlich noch viel weiter gehen, noch viel tiefer in die Analyse mit einsteigen und dann jetzt eben noch eine vierte Technologie mit reinbringen, weil uns eben die drei, die wir schon verwendet haben, nicht ganz ausreichen, um eben hier diese tiefergreifenden Analysen durchzuführen. Also eine Menge Möglichkeiten insgesamt und jetzt switche ich wieder hier zurück und sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Einblick geben in, wie cool Zeppelin sein kann, was man alles damit machen kann. Dass Sola cool ist, wissen die meisten schon durch den letzten Tag, beziehungsweise durch ihre eigenen produktiven Erfahrungen. Und Nifi ist auch ein tolles Tool, wenn es um Datenimport, Workflows etc. geht. Also, herzlichen Dank. Wenn es noch Fragen gibt, gerne.